Anfang von allem gab es eine riesige Leere, bekannt als Ginnungagap, zwischen Feuerreich, Muspelheim und Niflheim, dem eisigen Land des Nebels. Die eisigen Nebel von Niflheim begannen, die Leere von Ginnungagap zu füllen und bildeten einen großen Block aus Eis. Als die Temperatur in Muspelheim zu steigen begann, begann die Hitze des Feuers, den großen Eisstein zu schmelzen. Aus dem Inneren des Eisen tauchte Ymir auf, eine primitive Gottheit, die im Eis überwintert hatte. Nach dem Auftauen schlief Ymir weiter, aber die Hitze von Muspelheim brachte das kolossale Wesen zum Schwitzen. Aus dem Schweiß entstanden die ersten Lebewesen. Auch eine große Kuh namens Audumbla tauchte auf. Aus ihren Zitzen flossen vier Flüsse, die Ymir ernährten. Die Kuh ernährte sich, indem sie an einem Block salzigen Eises leckte. Als das Eis verzehrt war, entstand ein neues Wesen. Dieses Wesen war Buri, der erste Gott. Von ihm stammt das Geschlecht der Asen ab, in dem die Brüder Odin, Vili und Ve von sich reden machen. Sie erschlagen nämlich Ymir und formen aus seinen Körperteilen die Welt, aus dem Fleisch die Erde, aus dem Blut das Meer, aus dem Schädel den Himmel.